Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Hallo, herzlich willkommen zur 10-Euro-Überraschungsshow. Ja, die wohl spektakulärste Show im deutschen Teleshopping, denn hier gibt es sie noch, die wahren Schnäppchen. Nicht woanders, ja, wie sie spannen hier 10-20%. Nee, teilweise 80-90% Preisersparnis nur. Ja. Kleine Regel, man muss immer schnell sein, ne? Und genau so ist es, liebe Zuschauer. Und schnell sein sollten Sie bitte auch nicht nur einmal, sondern auch gerne bis zu 5-mal, denn jeden Artikel können Sie als Besteller bis zu 5-mal bestellen. Jeder einzelne Artikel liegt bei gerade mal 10 Euro, an jeder anderen Stelle deutlich kostspieliger im Programm. Und jetzt gucken wir mal, was das im Einzelnen sein wird. Wir fangen an mit dem ersten Artikel in unserer 10-Euro-Überraschungsshow. Oh my goodness. Und das ist eine LED-Tischlampe. Wow. Tischlampe. Mit Bewegungsmelder und oder Lichtsensor. Das heißt in der Farbgebung warmweiß oder tageslichtweiß. Schön hell, aber nicht zu hell. Und kann hier richtig gut aussehen. Schau mal hier. Tischlampe. No, Tischlampe. What? Tischlampe. Tischlampe. One more time. Und Tischlampe. Tischlampe. Yes. Okay. Das ist eine Tischlampe. Eine Tischlampe. Sehr gut. Möchten Sie die Artikelnummer wissen? So wunderschön. NX5737 und die 569, like, was ich genial finde an dieser ist jetzt We're hier, live. Sorry. Dass man sie eben per Schalter anmachen kann, dass man sie eben im Bewegungsmelder einschalten kann oder einen Lichtsensor. Das heißt, Sie können selber entscheiden, wann sie an- oder ausgeht. Sie können aber auch entscheiden, dass die Lampe es dann angeht, wenn sich im Umfeld des Bewegungsmelders etwas tut. Das heißt, wenn Sie einen Raum betreten, wenn Sie zu Bett gehen, wenn Sie aufstehen, wie auch immer, oder Sie schalten einfach einen Lichtsensor ein, dann geht es ganz einfach, dann geht das Licht dann an, wenn es zur Dämmerung kommt. Wenn es also draußen etwas dunkler wird und im Raum etwas dunkler wird, dann schaltet sich die Lampe automatisch ein. Also wirklich an alles gedacht worden. Wenn Sie hier den Dämmerungs- oder den Bewegungssensor einschalten, dann haben wir eine Leuchtdauer von 60 Sekunden. Das heißt, die bleibt also auch nicht die ganze Zeit an, sondern gerade mal 60 Sekunden, finde ich hervorragend. Schöner großer Erfassungsbereich und drei Leuchtmodi haben wir eben, Tageslichtweiß, warmweiß oder eben bewegungsgesteuert bei Dunkelheit. 12 LEDs sind drin. Wahnsinn. Und so ein Artikel mal für 10 Euro zu bekommen, ist tatsächlich mal ein Hammer. Ich finde die auch wunderschön, ehrlich gesagt. Du kannst ja auch die Farbtemperatur einstellen. Ne? Soll es kaltweiß sein, wenn man mal noch abends ein Buch lesen möchte, noch mal eine Zeitung schmögern möchte. Oder warmweiß, wenn man es dann doch eher gemütlicher im Bett mag oder im Wohnzimmer. Das ist eben das Schöne, du brauchst nicht mehrere Lampen, sondern eine einzige. Wobei bei 10 Euro, ich würde gleich zweimal zugreifen. Vielleicht auch fürs Kinderzimmer noch. Oder ich kann mir es eben auch sehr gut im Schlafzimmer vorstellen, so links und rechts. Eine rechts, eine links, ja. Ja. Und da haben wir es wieder. One for you. Oder mal im Flur. Oder im Büro. Oder das kann auch draußen. Das kann überall sein. Ja? Draußen? Das passt zu jedem Stil, zu jedem Raum, weil das sieht super aus, zeitlos. Und ich glaube auch, das ist super. Sie möchten zum Beispiel lesen oder Sie möchten zum Beispiel einfach Make-up machen oder Sie möchten was machen und Sie können entscheiden, welches Licht besser für euch. Ja, bestellen wir hierfür. Ist die NX5737. NX5737 und die 569 für gerade mal 10 Euro, liebe Zuschauer. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt hier bei 26. Das sind 16 Euro Ersparnis gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Schöner Artikel, würde ich mir am besten wirklich an Ihrer Stelle gleich zwei Stück von bestellen, mindestens. Also eine für den Nachttisch rechts, eine für den Nachttisch links, vielleicht nochmal fürs Kinderzimmer, fürs Wohnzimmer. Also die, möchte ich wetten, die wird an so vielen Stellen richtig gut aussehen, oder? Holen wir uns den nächsten rein? Ja, ich muss wirklich sagen, Tischlampe ist auch ein schweres Wort. Tischlampe. Ja, Tischlampe. Das ist Table. Table. Und Lampe, Lamp. Tischlampe. Tisch. Lampe. Ja. Okay. Lampe. Jetzt haben wir ein Plüsch-Sparschwein. Ein kleines Sparschwein, das grunzt, wenn du da Geld reinwirfst. Das grunzt? Habe ich doch nicht gehört. Ich habe schon eine Menge Sparschweine in meinem Leben gesehen, aber ich habe noch nie eins in der Hand gehabt, was gegrunzt hat. When you put money in it, ah ja, then it makes this noise.
Es ist natürlich süß, weil dadurch lernen die Kinder zu sparen. Ne? Weil normalerweise gibt man ja Geld gleich aus. Aber hier, okay, wenn man das Schweinchen mit Geld füttert, dann fängt das an zu grunzen. Und hinterher, wenn du das Geld für was ausgeben musst, musst du das Sparschwein nicht schlachten, ne? Wie man das ja früher gemacht hat. Dann musste man das kaputt machen. Ja, dann machst du es unten einfach auf. Und du kannst mit dem Sparschwein auch kuscheln. Das, ich höre immer, wann haben wir Pause, dann essen wir und das sieht so aus. Es ist, wenn wir eating, it's like the same. Hören die eigentlich aber auf zu grunzen? Ja, sobald du aufhörst, Geld reinzählen. So süß. Weil so lernt man auch so ein bisschen spielerisches Sparen, ne? Ja, das macht Spaß. Die sind so süß. Du musst das aufmachen. Hast du Geld? Moment, nee. Nein, da kannst du dein Geld. Das war mein. Hier. Moment, ich hab schon. Achso. Augenblick, warte. Hier, don't want your money. Süß, ne? Weil das, Kinder, ist ja, das ist ja echt cool. Guck, wir hatten heute sprechende Papageien. So, wir haben grunzende Sparschweine. Schweinchen. So cute. Das ist die beste Moderation, die Pearl jemals hatte. Warte mal ab, hier, Achtung. Was für ein Schwein. So. Das ist halt wirklich süß, weil Kinder fällt das ja sehr, sehr schwer aber zu sparen. Richtig cool. Das ist richtig cool hier. Die geben das ja lieber vielleicht dann für Süßigkeiten aus. Wobei, ich will jetzt nicht alle Kinder über den Haufen scheren. Jedes Kind ist da ja anders. Sparst du auch Geld, Anne? Ja. Ja? Ein grunzendes Sparschwein. Wie viel pro Tag? Also ich habe einen Sparschwein. Wie heißt deine Sparschwein? Ralf. Ralf? Meine Alex 3933. Ich habe noch von Kati, das heißt Svetlana. Svetlana? Genau. Oh. Typischer Name für ein Schwein, Svetlana. Genau. Svetlana. Wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Ja, ja. Ja? Na, eigentlich Babe. Ne? Es gab doch früher diesen Film, ein Schweinchen namens Babe. Hört ihr Schafe, hört ihr Schafe. Das war süß. Ja, großartig. Also ein grunzendes Sparschwein für 10 Euro. Wo findest du das? Ja? Ich fand ja den Papagei in der 5-Euro-Show schon großartig, aber das grunzende Schwein, das toppt den fast nochmal. Das ist echt cool. So, also wegen mir dürft ihr gerne so weitermachen. Waren das schon mal zwei coole Artikel? Das ist auch was Tolles. Ein bisschen was Größeres. Das ist eine Waage, eine Küchenwaage, aber hier trifft Nostalgie auf Moderne. Also das ist jetzt optisch eine analoge Waage. Hat aber trotzdem diese Tara-Funktion, diese Zuwieg-Funktion. Das hatte man, glaube ich, früher bei den analogen Wagen nicht, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe schon lange keine analoge Waage mehr gesehen. Aber das hat wie immer eine richtig schöne Geschichte hier. Die sieht gut aus. Nice. Was wiegt so ein Buzzer? Aber wo stellt man denn diese Tara-Funktion? Die Tischlampe ist stark nachgefragt, hören wir gerade. Da hat der Michael zugegriffen. Eine sehr gute Wahl, Michael, und vielen Dank für die Bestellung bei Pearl TV. Schön, dass Sie dabei sind. Bleiben Sie ruhig noch einen kleinen Moment. Vielleicht ist auch die analoge Retro-Küchenwaage etwas für Sie. Bis 2 Kilogramm Gesamtgewicht mit Tara-Funktion. Ja, aber wo ist denn jetzt diese Tara-Funktion? Weißt du was, ich brauche diese Waage für morgen. Ach so, pass auf, mit Einstellrad zum Nachjustieren. Einfaches Zuliegen. Da muss irgendwo ein, da oben, unter der Schale. Siehst du diesen goldenen, diese goldene Schraube? Hier. Ja, hier. Das ist die zum Nachjustieren. Ja. Ah. Oh, endlich. Sorry. So. Habt ihr verstanden? Jetzt kannst du auf Null sehen. Jetzt kannst du auf Null drehen. Mhm. Und dann hast du Tara. Stopp. So. Ja. Beim Backen, beim Kochen, für Süßspeisen, bei Diät oder bei Babykost und so weiter. Zeitloses Retro-Design. Stilvoll in jeder Küche. Finde ich sehr schön. Echtes Metall. Which cake? Mit der weißen Anzeige, mit diesem Edelstahl, mit diesem Edelstahlbehälter oben drauf, diese Edelstahlschüssel. Schön gemacht. Also Diana möchte morgen backen, weil sie übermorgen Geburtstag hat. Was backst du uns denn Schönes? Was machst du denn Leckeres? Russischer Kuchen. Zupfkuchen. Nicht Zopfkuchen. Zupf. Das heißt Napoleon. Und ein heißt Medovik, das ist wie Honigkuchen. Und noch, vielleicht noch einen, ich weiß nicht. Was willst du? Ich dachte, Napoleon war Franzose. Apfelkuchen. Den du das letzte Mal gemacht hast, der war sehr, sehr lecker. Aber da brauchst du natürlich auch eine gute Küchenwaage, ne? Ja, oder machst du das so Pi mal Daumen? Nein, das muss genau sein, ja? Disziplin auf die Küche muss sein. Nicht nur die Socken werden nach Farbe notiert, auch in der Socken, Küche herrscht, herrscht alles. Disziplin und Ordnung. Genau. Zacka, zacka. Ich bin gespannt. So, nie wieder Batterien wechseln. Ihre Küchenhilfe funktioniert ohne Batterie und ohne Strom.
So ist ihr Schätzchen immer für Sie einsatzbereit, wenn Sie gerade backen wollen. Genauso steht es hier. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 25 Euro. Sie bekommen die analoge Retro-Küchenwaage heute für 10 Euro. Die NX 6882 und die 569 wäre für die Retro-Küchenwaage die passende Bestellnummer. Und Retro ist schwer angesagt im Moment. Finde ich aber wirklich ausgesprochen schön. Ja. Finde ich, macht sie in jeder Küche richtig gut. Deswegen haben wir auch noch Ralf im Sortiment, ne? Retro ist immer gesagt. Du bist bissig heute, Frau Kollegin. Oh. Wir alle lieben Ralf, der weißt du, wie er das meint. Was wäre Pearl TV ohne Ralf, ohne unseren Erklärbär? Ja, dann schauen wir doch mal. Ich finde das grunzende Schwein großartig, das Sparschwein. Diana. So. Diana. Jetzt haben wir eine, oh, das ist auch, oh ja, eine 2-in-1 Akku-Luftpumpe mit Powerbank-Funktion. Die Pumpe. Echt? Und 250 Liter pro Minute. Da möchte ich wetten, kannst du auch mal etwas größere Geschichten aufbauen, aufpusten. Für Schlauchboote, fürs Planschbecken, für die Luftmatratze, fürs Gästebett, für Schwimmflügelchen und. Also auch mal die etwas größeren Kaliber, wo man schon mal gelegentlich an seine Grenzen stößt. Vom Lungenvolumen her. Da ist dieser kleine Kamerad sicherlich ein nützlicher Begleiter. Hat einen Luftdruck von 0,44 PSI und 250 Liter Luft pro Minute. Das macht natürlich auch irgendwie was her. Hat übrigens auch eine Powerbank-Funktion. Das heißt, wenn du die Luftmatratze aufgepustet hast und noch ein bisschen Ersatzenergie für dein Handy brauchst, hast du das ebenfalls mit dran. Super. Guck dir das an hier. Das sind alles Könner. Gerade jetzt im Sommer, ne, so eine Luftmatratze aufzupusten, boah, da wird dann ja teilweise echt schwindelig, gerade noch, wenn es so heiß ist. Oh ja. Oder auch so Schwimmflügelchen von den Kindern oder Bälle, was man alles aufpusten kann. Das ist natürlich toll, wenn du auch zum Beispiel für Besuchermatratzen gibt es auch so. Gästebetten, so auf, ja, ja. Ne, genau, Gästebetten. Und gleichzeitig auch noch mit Powerbank-Funktion, ist natürlich Hammer. Also, und man hat es ja auch an Diana gesehen, die hat ja auch ordentlich Power, ne? Super. Ja, kennen Sie diese fürchterlichen Fußpumpen? Ja, furchtbar. Dabei. Zeig mal. Ja. Es gibt auch diese mit der Hand und dann hast du fürchterliche Rückenschmerzen. Das geht da kriegst du Rücken von. Jetzt habe ich noch eine andere gute Nachricht für Sie. Diese Luftpumpe, diese Akku-Luftpumpe, die pumpt ja nicht nur Luft rein. Kann man das Haartrocknen nehmen, die kann die Luft also auch noch rausziehen. Auch das ist häufig ein Problem. Wenn man dann eben fertig ist mit dem Baggersee, mit dem Schwimmbad oder mit dem Strandbesuch, dann muss man irgendwie Luft wieder aus der Luftmatratze rausbekommen oder aus dem Planschbecken raus. Und dann ziehst du ganz einfach hier den Adapter vorne auf das andere Ventil drauf und dann ziehst du die Luft ganz einfach wieder aus der Luftmatratze wieder raus. Sehr interessant. Wir gucken mal bei Pearl.de. Ich habe 23 Euro bei Pearl.de. Die UVP des Herstellers liegt bei knapp 40 Euro. Sie bekommen es heute für 10 Euro. Habe ich das richtig verstanden? Was ist ein Preisalarm? Ja. Preisalarm. Ne? Deswegen dürfen wir nur eine pro Besteller rausgeben. Mit der Bestellnummer NX6839. Und die 569 für gerade mal 10 Euro. Es handelt sich hierbei um eine Akkuluftpumpe, nicht um eine Haartrockner. Wie Diana und Christmas. Wir können beide. Wie. Ja. Ach, zur Not geht das auch. Geht das auch, wir führen auch bei für den Urlaub. Bei meiner Haarlänge funktioniert das. Bei euch sehe ich schwarz. Ja. Warum Kommen nicht? Los. Und wer sie fragt, warum Diana so volle Lippen hat, stellen sie die Akkuluftpumpe. Achso, ich muss ja bassern. Genau. Da war ja was. Oh, ein kleines Päckchen. Ja, zack, zack. Oh, danke. Rat mal, was ist das? Das ist Schmuck. Von der Größe her würde ich sagen Schmuck. Nein. Nein? Oh, das ist auch was Tolles. Oh, das ist ganz wichtig. Das ist nämlich ein OBD2-Adapter für Android-Geräte. Wow. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel im Auto, wenn da mal so Fehlercodes angezeigt werden, dann fährst du entweder zur Werkstatt und lässt dir diesen Fehlercode auslesen. Oder aber du packst das kleine Teilchen an die OBD2-Buchse von deinem Auto und liest dann die Fehlercodes auf deinem Smartphone aus. Geht hier für Android-Geräte, also nicht für iOS. Und dann kann man die auch löschen, diese Fehlercodes. Das geht für alle Benziner ab 2001 und für Diesel ab 2004. Ich finde das ganz toll. Das spart auch jede Menge Geld. Ich kenne die noch deutlich größer, um ehrlich zu sein. Da hat sich aber einiges getan auf diesem Markt. OBD steht für Onboard-Diagnose. Und Sie kennen das, Ihr Auto gibt Ihnen vielleicht auch mal gelegentlich eine Fehlermeldung raus. Ältere Fahrzeuge können das in dieser Form vielleicht nicht unbedingt. Und es gibt eine sogenannte OBD-Schnittstelle. In der Regel befindet sich die im Fußraum des Fahrers. Müssen Sie mal gucken, das ist eine kleine Klappe. Und wenn Sie die aufmachen, dann finden Sie den Stecker dafür. Genau das macht auch der Werkstattmensch, wenn Sie das Fahrzeug in die Werkstatt bringen. Der dockt da einen kleinen Adapter dran und liest entsprechend die Fehlermeldungen Ihres Autos aus. Da kann schon mal sein, Bremsflüssigkeit zu gering oder irgendein Schalter kaputt, irgendein Kabeldefekt oder sonst irgendwas. Und das können Sie jetzt ganz einfach zu Hause machen, indem Sie ganz einfach diesen Adapter andocken, sich die kostenlose App aufs Handy runterladen, das Ganze miteinander koppeln
Und dann sagt Ihnen die App in Kombination mit diesem Onboard-Diagnose-Adapter, was mit Ihrem Fahrzeug nicht in Ordnung ist. Und Sie entscheiden dann bitte selber, ob Sie dann zur Werkstatt fahren oder nicht. Es gibt manchmal Kleinigkeiten, da kann man vielleicht selber auch mal Hand anlegen, richtig, selber mal reparieren. Und manche andere Sachen sind vielleicht dann doch etwas komplizierter, da muss vielleicht dann doch wirklich mal ein Fachmann ran. Ich hatte das früher bei meinem alten Auto, wenn ich die Reifen gewechselt habe, also Sommer auf Winter und Winter auf Sommer, dann hat es die Bordinfo anerkannt als Reifenpanne. Ja. Ja, da musste ich jedes Mal in die Werkstatt und es wurde gelöscht, aber es war ja keine Reifenpanne. Ja. Und da sparst du dir 50 Euro. Ne? Jeder Werkstattbesuch ist teuer. Ja, richtig. Das kannst du dir sparen, wenn du ganz einfach so einen Onboard-Diagnose-Adapter dabei hast. Ja. Wie gesagt, für nahezu alle Fahrzeuge, die ungefähr 20 Jahre auf dem Puckel haben und vor ungefähr 20 Jahren, selbst vor 10 Jahren, war das also noch lange keine Selbstverständlichkeit. In manchen Autos ist es heute drin, Mittelklasse, Oberklasse natürlich, die haben diese Onboard-Diagnosegeräte in der Regel über einen Bordcomputer, aber ältere Fahrzeuge nicht. Da kann man sowas hervorragend gebrauchen, auch mal zum Nachrüsten. Unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 40 Euro. Sie bekommen den heute für einen Viertel des Preises, nämlich für gerade mal 10 Euro. Und da können Sie auch gerne bis zu 5 Stück von bestellen, falls Sie nicht nur ein Auto im Haushalt haben. Vielleicht hat Ihr Partner noch oder Ihre Partnerin noch ein Fahrzeug. Vielleicht für die Kinder immer mal sehr interessant. Die fahren in der Regel gerade zum Anfängerbereich auch gerne mal etwas ältere Fahrzeuge. Und wenn man sich da vielleicht mal die ein oder andere Reparatur oder den Werkstattbesuch sparen kann, glaube ich, hat man die 10 Euro für diesen Artikel locker wieder raus. NX 3014 und die 569 ist die Bestellung für den OBD2 Adapter. Und wir machen gelb weiter. Mit Diana und einem gelben Mellow Yellow. Was echt cool ist. Und es ist kaputt. Ich bin so froh, dass Sie können mehr bestellen, weil das sieht super aus auf dem Tisch. Yummy. Jetzt wird's lecker. Das ist ein Profi-Gusseisen-Servierpfanne. Das ist richtig cool. Kennt ihr so Steakhäuser oder Restaurants, wo das noch im Pfännchen serviert wird, wo es richtig heiß ist? Oh, die ist aber echt schön. Und das ist eine Servierpfanne plus Untersetzer, ne? Und plus diese kleine Zange, Gabel. Sieht super aus. Richtig massiv. Schönes, was willst du hier Hähnchen kochen? So kochen? Zeig, in so einer Pfanne Lachs. Und dann gleich auf dem Lachs mit Gemüse. Ja. Lachs mit Gemüse oder mit Süßkartoffeln oder mit Reis. Oder Sie können Käse hier machen. Super Steak mit Soße, mit Kartoffeln. Mhm. Oh mein Gott. Und das sieht so teuer aus auf dem Tisch. Ja, das sieht wie in einem Restaurant. Ist auch interessant. Ha? Du kannst es für Gas, cool. Induktions-, Elektro- und Ceranherde nutzen oder eben Backofen. Das ist toll. Steht schon auf dem Tisch und dann sie kommen und sie machen so, hallo, das ist etwas sehr, sehr Leckeres. Und das ist cool, sie können jetzt aus dem Ofen mehr bestellen. Ja, das sieht super aus, dass jeder hat das. Nur 10 Euro, das ist unglaublich. Vor allem, die sind ganz toll auch zu reinigen, sind kratzunempfindlich, ne? Die sind aus Gusseisen, ne? Sind super schwer. It's heavy, very heavy. Yeah. This is really good quality for 10 Euro. Yeah. Das ist gut, ja. Ein guter Preis für 10 Euro, Also sowas kriegt man wirklich mal in etwas besseren Restaurants. Because so ein schönes, so heavy, like schönes Fännchen mal zum Überbacken. Ein paar Meeresfrüchte rein, Schnecken in Knoblauch. It's good quality. Yeah. I'm impressed. How do you say I'm impressed in German? Beeindruckend. Beeindruckend. Ich bin begeistert. Begeistert. Schöner Artikel. Also die Küchenwaage war schon Knaller, aber die muss ich sagen, gefallen mir auch hier. Ist das ein Zweierset oder ist das eine für 10? Einer, aber da ist eben der Untersetzer mit dabei, ne? Und also der Holzuntersetzer, das Fännchen und der Halter ist auch noch mit dabei. Diesen Holzuntersetzer natürlich auch zweckentfremden, wenn du mal was servieren möchtest. Eine Käseplatte, eine Wurstplatte. Ne? Das macht richtig Eindruck. Also das macht schon was her. Ja, von der Küsten völlig recht. NC 2900 und die 569 ist die Bestellnummer. Ist man auch mal was Neues, ne? Wenn man Gäste hat, wenn man die Gäste auch jedes Mal beeindrucken. Ja. Als guter Gastgeber lässt man sich was einfallen. Ist doch eine schöne Art des Servierens. Also sehr, sehr edel. Sieht echt klasse aus. Gefällt mir. Für 10 Euro. Bis zu 5 können Sie zugreifen. Ja. Oder zum Beispiel was noch. Ich weiß nicht. Alles. Ein Paprika-Sahne-Hähnchen. Ratatouille. 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 Here you go. Thank you. Großes Paket. So. Oh, tonight Musik. Ach, ein Kopfhörer. Oh, tonight Musik. Kopfhörer. Ein Gaming-Headset. Nicht einfach nur ein Kopfhörer, ein Gaming-Headset. Oh mein Gott. Perfect for gaming, yeah? Für den PC mit Klappmikrofon und zweimal Klinkeranschluss. Warum zweimal Klinkeranschluss? Lass mich nachschauen.
Extra langes Kabel, schon mal wichtig. 2,20 Meter. Das heißt, du kannst dich auch mal ein bisschen von der Konsole entfernen. Die steht ja selten direkt auf deinem Schoß oder am Tisch vor dir. Sondern in der Regel unterm Fernseher. Da bist du natürlich bei einem 50 Zoll oder was nicht, also gerade 20 Zentimeter mit der Nase davor. Da brauchst du ein bisschen Abstand. So nice. Hast du hier mit 2,20 Meter? Also zweimal. Ja. Really nice. Ready for takeoff? Yeah. Ja. Zweimal Pommes der nimmt mit Ketchup. Unsere Bestellung auf. Einmal. Herzlich Burger, willkommen bei McDonald's. Einmal. Ja. Ja, klar. Okay. 20 Euro bitte. They're comfortable, they're nice, Nächste. Like even Die sind like sehr komfortabel, genau. Richtig. Ja. Sehr tolle Haptik. Sehen auch super aus. Ne? Also das ist mal was fürs, okay, für den Sohnemann, one. Fürs Enkelchen hier. Für die Spiele, zwei. Für die Spielefreaks unter Ihnen. Wenn Sie es nicht sind, dann vielleicht die Enkelchen oder der Sohnemann. Und er sitzt da noch einigen Stunden noch bequem. Gepolsterter Ohrhörer natürlich mit Kopfbügel, das kann man alles entsprechend einstellen. Und man hat hier einen weiten Frequenzbereich und Lautstärken bis über 100 Dezibel. Also da ist egal, was da passiert, da kriegt man wirklich alles mit. Man ist ja so ein bisschen drin in diesem Thema. Übrigens auch für Videokonferenzen ganz interessant. Momentan nur wirklich ein absolut aktuelles Thema. Homeoffice und so weiter, wenn man da seine Videomeetings hat, da kann man sowas auch mal hervorragend gebrauchen. Man wird nicht unbedingt gestört durch das, was rechts und links passiert. Und gleichzeitig kann man entsprechend und entspannt miteinander sprechen. Übrigens einfaches Plug and Play, das heißt einstecken und loslegen. Und nochmal bitte 2,20 Meter Kabellänge. Ich nehme Pommes und Eis. Mit 2x300 mm Klinkenstecker, großartig. Also Ihre Bestellung. Ich hätte gerne kleine große Pommes. Eine große Pommes, Ketchup und dabei, Mayo dabei. Ketchup dabei. Und Eis. 23,50. Ja. Was noch? Eis. Okay, zahlen Sie mit Karte oder bar? Nein, mit Karte. Okay. Mach's mir noch nicht. Hier bitte. Mach's mir noch einen Kaffee, dann Sie rein. Ich möchte spülen, bitte. Spülen, okay, bitte? Warte, Ihre Bestellung. Machst du noch einen 9er Nuggets und noch einen Kaffee obendrauf, ja? Bestellnummer möchten Sie wissen, zu Recht. Das ist die ZX1646 und die 569, ZX1646 und die 569 für das Gaming-Headset mit Mikro. Und unglaublich bequem im Sitz. Ich soll ihn ausrichten, 2,20 Meter Kabel für 10 Euro. Was kostet der im UVP? 25, wow. Finde ich immer noch günstig. Da sind 10 natürlich immer ein richtiger Schnapper, aber selbst 25 finde ich für ein ausgewachsenes Gaming-Headset eine richtige Ansage. Da habe ich auch schon weit über 100 für bezahlt. Ja. Teenager, sage ich nur. Ja? So. Oh mein Gott. Oh, this one's gonna be a good box. I can tell. Yeah. Okay, so. Okay, sure. Kannst du auch. Ja, ich habe schon ganz oft. Du hast schon? Wow. Okay. Ja, ja. Oh, okay. Was ist das denn? Ein Fliegennetz für genau. Terrasse, für Balkontüren. Aber ein selbstschließendes, weil es hat diese magnetischen Schnupsis. Da. Wie nennt man das denn? Genau. Magnete? Hat Magnete, naja, das meine ich ja. Okay, okay. So, selbstschließendes Fliegennetz für Türen, right? Mit Schnupsis. Yeah, mit hochwertigem Magnetverschluss. Me and Anna, we are like keeping you the mosquito. Okay. Und gerade in der Zeit, wait. Wenn sie alle stehen, stellen okay. Wait, if I want to stay with Anna, I have to do it like this. Ich mache mir die Knie gerade. Okay. Ist das so lang? Wie really? Ist das? Wait. Cool. Be careful. Cool. Wait, the so now. Ich weiß gar nicht, ob ich erwähnen soll, dass es leicht anzubringen ist, wenn man das ja so anschaut. Aber das ist es. Wird einfach nur also mit Klettverschluss dran gemacht. Das heißt, die Klettwandschäden machen so oben an die. Komm mir vor wie beim Kindergeburtstag. Okay. 1, 2, 3, komm. Jetzt Achtung. Au. Okay. Sorry. Okay, komm back in. Haben Sie das gesehen? So? Okay. Jetzt pass auf. Jetzt, ready? Ich geh auf Seite. Ready? Wait, I have to. So, Achtung, okay. Jetzt pass auf. Okay. Oh. Not so fast. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. You understand the sense of this? Yeah, really. Big mosquito. I'm a really big one. Yeah, but not okay. So, like, you're an aggressive mosquito. Die Mädels kommen rein, die Mücken bleiben draußen. Juhu. Tschu. Ja. Ja. Übrigens auch für Hunde oder für Katzen, die verstehen das relativ schnell. Das heißt, da ist also kein Verschluss, kein Schalter oder sonst irgendwas. Oh, guck mal, zack. Und alles schon. Na, und dann kriegen Hund und Katze auch jederzeit dieses Fliegengitter wieder weg. Auf, no, nicht no, weg, auf. Helping. So, mit Bordüre oben dran. Habt ihr auch mal diese schöne Zierbordüre hier oben gesehen, wie sehr hübsch sie ist? Sehr schön. Und gerade jetzt, für den Sommer. Ne? Mücken, Fliegen, Schnaken, Wespen, Bienen. Spinnen, ja, die gehören auch nicht unbedingt ins Haus. Die können gerne draußen bleiben. So, hier sehen wir nochmal die Installation, wie einfach das ist. Das sind diese Klettmanschetten. Die kleben sie einfach fest. Die können sie rückstandsfrei wieder entfernen, wenn es in den Winter hineingeht oder wenn sie umziehen. Und dann machen sie das ganz einfach mit Klett dran.
90er Tür, schön lang, passt also wirklich an jede Türbreite rein. Und das Ganze für 10 Euro. Die NC 8846. NC 8846 und die 569 für das Fliegengitter, das selbstschließende mit den Schnupsi-Magnetverschlüssen. Das ist ein Fachwort, Wort. Schnupsi. Achso, Schnupsi. Drücken wir mal den Schnupsi. Da ist noch so ein Schnupsi. Schnupsi-Magnetverschluss. So. Ach ja, Verschluss. Mhm. Danke. So. Oh, hier ist das. Danke. Da ist aber viel in dem Umschlag. Oh, 10 Euro. Da gibt es viel dazu zu sagen. So. Anne möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Bitte schön. Also, ich hätte einmal im Angebot. Akustischventilator und einmal LED-Wegleuchten. Ah, ich nehme mal 6 Stück. Sechs Stück. Ich würde sagen Wegleuchten, oder? Das 6er Set LED-Wegleuchten namens Asian. Oh ja. Mit einem Lichtsensor. Und das ist eine tolle Dekoration für Garten und Hof. Die haben im oberen Teil eine Solarzelle, lädt sich tagsüber mit Tageslicht auf. Und sobald es dunkel wird, fangen die an zu leuchten. Mhm. Haben auch einen Helligkeitssensor. Und wie gesagt, durch diese Dämmerung werden die dann automatisch hell. Und es hat eben dieses tolle asiatische Design. Ja. Vorteil, du hast kein Kabel, du musst niemanden kommen lassen, du kannst es überall aufstellen. Und das jetzt im 6er-Set ist natürlich ein Hammer. Ne? 6 Stück, hast du gerade gesagt. Ja. Wahnsinn, 6 Stück oder? Für 10 Euro. Mhm. Das ist mal eine Ansage. Ist doch nicht mal 2 Euro pro Stück. Also das musst du an anderer Stelle wirklich mit der Lupe suchen. Da ist ein Solarpanel oben drauf. Das heißt, der Akku der Geräte wird jedes Zeit wieder aufgeladen, ganz normal mit Tageslicht. Dämmerungssensor drin, das heißt, bei Dämmerung oder bei Dunkelheit gehen die automatisch an. Und ich finde gerade diese Größe jetzt hier auch mal sehr schön. Zum Beispiel auch mal für so Blumenbeete auf dem Balkon und dergleichen. Ja. Kann ich denn hier den... Oder auch so Balkonkästen, ne? Ein Erdspieß ist auch mit dabei. Ich kann also hier mit der Verlängerung dran machen. Ich kann den Erdspieß aber auch direkt hier oben in das Häuschen reinpacken. Ja, ne? Du kannst natürlich auch... Ja. Du bekommst ja 6 unterschiedlich. Du kannst sie natürlich auch unterschiedlich so irgendwie hinstellen. Ja. Die sind aber echt sehr schön gemacht. Anna liebt das. So ein asiatischer Style. Und ich kann es gar nicht glauben, dass das hier wirklich ein 6er-Set sein soll. Das bedeutet 30 Stück, du kannst. Sie können jetzt kriegen. Das ist unglaublich. Sieht fantastisch aus. Wie in Japan, ja? In Japan oder Chinesisch. Chinesisch, nein, nicht. Wie heißt es? Genau. Also es heißt auch Asian, genau. Also asiatisch. Chinesisch. Und... Ist im Handumdrehen einsatzbereit. Ja, das und stimmt. Hat sogar schon Spritzwasserschutz nach IP44. How you say in German? Also, outdoor-fähig. Beautiful. Für Garten und Balkon. Kire. Sticky. There's different words you can say. I would say, sugoi sticky. Also, das heißt auf Japanisch hübsch, ja. Oder? Wunderschön. 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 Die sind echt schön. Nochmal bitte, es ist ein 6er-Set. Ein 6er-Set dieser Asialampen hier mit Solarpanel. Mit völliger Sicherheit für den Außenbereich natürlich in unterschiedlichen Höhen einsetzbar. Das heißt entweder mit Stab oder ohne. Erdspieße sind mit dabei. Muss ich sagen, das kann was. Artikelnummer? Wir kommen hier übrigens von der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 30 Euro. Bestellnummer gebe ich auch noch. Die NX 5915 und die 569, Sie dürfen auch gerne mehrfach zugreifen. Wenn man zum Beispiel auch so einen schönen Teich hat, kann man das ringsherum dekorieren. Und zum Abschluss wird Christa uns noch ein Lied singen auf Japanisch. Dabei. Okay, no song. This is like the when the song. Can just sing. Sing. We have no time. Yeah. Sing. Okay. だからその手を離して今すぐ get out of my life. Und jetzt alle. Keiruina, 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 Keiruina,